umsetzen willst, gewisse Dinge, die du anders machen willst. Weil ich habe eine Sache verstanden, wir sollten nicht den Weg ändern, was wir machen, wir sollten den Weg ändern, wie wir es machen. Alright? Das ist, wenn du momentan auf dem Punkt bist, wo du keine Resultate hast und du tust die Dinge von Tag für Tag. Okay, du machst Calls, ja, du gehst auf dich First Calls und erzählst deine Story, ja, du gehst von Follow-up zu Follow-up, aber keiner schadet. Wer kennt das Gefühl? Okay, deswegen, wenn du gerade auf diesem Punkt bist, dann ändere den Weg, wie du es machst. Weil es kam eine Person zu mir, ich habe jetzt auf dem Hamburg-Event und die Person war total free. Und dann kam zu mir kurz zu seinem First Call. Da meinte ich, Bro, ja, wie kann ich, was kann ich verbessern, was kann ich anders machen? Ja, um jetzt wieder 50 zu gehen, was kann ich anders machen, um jetzt auf ein neues Level zu kommen? Und ich habe ihn gefragt, ey, Bro, wie setzt du gerade gewisse Dinge um? Wie machst du gerade deinen First Call? Und er meinte zu mir, Bro, ich mache den First Call, ich höre deine Story an, er erzählt meine Story. Und danach erzähle ich was von IA und so weiter und so fort. So, und dann habe ich ihm einen Tipp gegeben, habe ihm gesagt, Bro, in diesem Call, erzähl nichts von IA. Okay? Geh mehr auf Story, geh mehr auf dieses, auf das Gefühl vor allem, geh mehr auf Interesse, dass du Interesse zeigst für die Person. Dann ladest du die Person auf ein Video drauf, dann drehst du sie ein und dann startest du die Person mit deiner Abhängigkeit zusammen. Er hat diesen First Call gemacht. Am selben Abend, ungefähr um 0 Uhr, kommt er zu mir und sagt, Bro, ich bin 54. Oder davor über einen Monat dann gestruggelt hat, um diesen Rang zu machen. Das finde ich krass, eine kleine Sache verändert und automatisch macht er einen neuen Rank. Und das ist das, was wir unbedingt verstehen müssen, nämlich wie wir gewisse Dinge machen, dass wir unsere Qualität anpassen. Und dass wir anfangen, gewisse Dinge, die wir sowieso tagtäglich umsetzen, einfach ein bisschen besser zu machen. Einfach ein kleines Step weiterzugehen. Ein kleines Step professioneller zu werden. Ein kleines Step, um besser zu werden in diesen kleinen Dingen. Und auf diese Steps will ich heute ein bisschen eingehen, aber vor allem auch in Bezug auf das Mindset. Aber dann der allerwichtigste Punkt, den ich damals verstanden habe, wir können über Qualität reden, darüber, dass wir Dinge ändern müssen. Aber was am allerwichtigsten ist, vor allem jetzt, wo du Rank 54, P600, P1K, ist einfach, dass du in deiner Zone bist, okay? Es ist einfach, dass du in deiner Zone bist, wo du Calls machst. Leute, dieses Business hier muss geöffnet haben, ja? Es gibt gewisse Läden, es gibt gewisse Supermärkte, wie Rewe, Lidl, Aldi, kennst du Supermärkte, oder? Yes. Oder was ist das? Ja, die haben jeden Tag offen, okay? Montag bis Samstag, jeden Tag offen. Und wisst ihr, wann das Business hier offen hat in IEM? Erst dann mit MMAs machst. Das ist, wenn du nur ein, zwei, drei, sich die Woche hast, da hast du vielleicht 30 bis 60 Minuten die Woche offen für dein Business. Du hast 30 bis 60 Minuten offen in einer Woche, um Resultate zu kreieren. Das heißt, wenn du nicht irgendwas daran änderst und jeden Tag 5, 6, 7, 8, 9, 10 Calls hast, 20 Calls hast, und das aber über Wochen entlang, wirst du merken, dass Resultate nicht sichtbar sein werden. Leute, wir sind oftmals viel zu aktiv anstatt produktiv. Also Leute, lass uns gucken, dass wir Produktivität reinlegen. Und in der nächsten Zeit jetzt, konzentrier dich darauf, Calls zu machen. Leute, damals, als ich gestartet bin, damals hat es ja gestern auf dem Call erwähnt, Leute, wir sind gestartet, und Leute, wir waren durchgehend in Calls. Ich bin aufgestanden, ich war kurz duschen, ich war direkt im ersten Call. Ich war direkt in der ersten Krise. Okay, wir waren durchgehend in Calls. Und auch wenn es hart oder jetzt glaube ich eine Sache, es ist hart, wenn du die ganze Zeit Calls machst, du hast kaum Zeit für dich selbst. Aber Leute, das ist das Sacrifice am Anfang, den wir gehen müssen, damit langfristig Erfolge sicher sind, oder? Also wir sacrificen für einen kurzen Zeitraum, um langfristig gesehen diese Erfolge zu haben. Deswegen frag dich eine Frage. Ja, in den letzten 7 Tagen, wie viele Calls hast du gemacht? In den letzten 7 Tagen, wie krass warst du am Start? Wie krass warst du produktiv? Und frag dich selber, wenn du das in den nächsten 7 Tagen genauso umsetzen würdest, an welchem Punkt wärst du jetzt? Würdest du weiterkommen? Wärst du jetzt an einem neuen Punkt? Deswegen guck, dass du gewisse Dinge anders machst, dass du in den nächsten 7 Tagen etwas machst und du sagst, wenn ich das jetzt umsetze, über die nächsten 365 Tage, bin ich an einem ganz anderen Ort. Okay, ich bin Sharon Ted, ich bin P5, ich bin P2, dass du dir beantworten kannst, warum genau du es bist. Weil mich hat eine Person gefragt, in der Fragestory hat mich gefragt, Ida, was kann ich machen, um so schnell wie möglich P5 zu gehen, um so schnell wie möglich dieses Business hier zu automatisieren. Und ich meinte, hey, es sind 12 Stunden am Tag Calls. Du bist committed, du bist dedicated. Aber eine Frage musst du dich immer stellen, warum genau du? Warum genau du in diesem Raum sollst du in den nächsten paar Wochen oder Monaten P5 gehen? Warum genau du? Und darauf musst du Antworten haben, Leute. Ich saß damals im Raum und ich hatte die Antwort darauf. Ich wusste, ich mache mehr Calls als jeder Einzelne in diesem Raum. Ich bin mehr am Start als jeder Einzelne in diesem Raum. Und deswegen konnte ich mir beantworten, warum ich dann und dann dort stehen werde. Und diese Antwort musst du auch für dich finden, warum genau du da stehen bist. Alright, deswegen lass uns das verstehen, dass wir gewisse Dinge anders machen müssen. Es gibt diese 95-5-Regel. Kennt ihr das? 95% der Menschen haben das und das. Ja, 5% haben das und das. Aber genauso auch im Business. 95% der Menschen tun das, was alle machen in diesem Business. Aber 5%, die wenigsten, tun das, gehen diese Extrameile. Die wenigsten gehen diese Extrameile und tun ein bisschen mehr. Und das ist das Problem bei den meisten, warum sie nicht mal rauskommen. Weil Leute, P50 ist der Rank, wo du gerade deine Schuhe so gefühlt anziehst, okay? Wo du gerade anfängst, deine Schuhe anzuziehen, wo du gerade anfängst zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und du fängst langsam an ins Kommen, okay? Du fängst langsam an und fängst langsam an zu laufen. Und an diesem Punkt musst du dich zu einer Sache entscheiden, und zwar wirklich komplett dieses Business für dich als Hingabe zu machen. Okay, dieses Business als eine Entscheidung. Dieses Business muss eine komplette Entscheidung in deinem Leben werden, wo du alles andere aus deinem Leben sonst weglegst.
weil alles andere in deinem Leben irrelevant wird. Weil dieser Punkt ist extrem wichtig, aber bei mir aus genauso. Ich hatte auch Ablenkungen, gewisse Dinge im Leben, die auf mich zukamen, gewisse andere Umstände, aber ich war bereit, diese Dinge zu cutten, auch wenn es wehgetan hat, um diesen vollsten Fokus auf das Ganze zu haben. Und den vollsten Fokus zu haben auf das, was ich haben will. Okay? Also Leute, lass uns genau darauf achten, was für Daily Actions wir haben in der nächsten Zeit, was du jeden Tag tust, welche Entscheidungen du triffst jeden Tag, weil was meinte Christopher Derrick? Er hat gesagt, ja, unsere Daily Actions, okay, die Dinge, die wir tagtäglich machen, diese täglichen To-Dos, die formen, wer wir sein werden in ein bis zwei Jahren. Okay? Diese Dinge formen einen. Und das ist, wenn du 6 Tage die Woche konstant bist in der Krise, 6 Tage die Woche am Start bist, aber am 7. Tag, okay, nichts machst, am 7. Tag dich aufschluss. Vor allem am Anfang wirst du merken, dass diese 6 Tage keine Wirkung haben. Diese 6 Tage davor, die du gegeben hast, haben keine Wirkung. Weil die meisten arbeiten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, chillen am Freitag, arbeiten Sonntag, arbeiten Samstag, chillen wieder am Sonntag. Okay, diese kleinen Pausen, die du einlegst am Anfang, bevor du dein Fundament aufgebaut hast, die stoppen dich überhaupt einen Durchbruch zu haben. Weil es gibt eine gewisse Schwelle in diesem Business, okay, diese kleine Resistance, okay, und die ist dort auf einem gewissen Level. Und viele bleiben die ganze Zeit runter. Irgendwann kommt ein Punkt, wo du da durchbrechen wirst und wo das Business einfach sein wird. Okay, du gehst auch irgendwann auf einen Rank und baust irgendwann wieder auf. Und auf einmal wird das Business easy sein. Auf einmal baust du das Business einfach auf. Aber wenn du nicht so durchbrichst, bist du die ganze Person, die selber arbeitet, die ganze Person, die selber macht, macht, macht. Und jetzt passiert, vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ihr seid die Einzigen in eurem Team, die irgendwas machen. Wer kennt das? Ihr habt das Gefühl, ihr seid die Einzigen, die am Hustle sind. Wer kennt das? 100% kennen wir. Okay, wir sehen unser Team und sagen uns, hey, wie kann es sein, dass ich am meisten mache? Keiner hat dieselbe Inspiration wie ich. Wie kann es sein, dass ich die Person bin? Die ganze Calls auf, keiner macht es weg. Weil du bist nicht weiter, bist du gekommen, drück dabei dagegen, guck, dass du die ganze Zeit am Start bist, unabhängig von dem, ob ein Partner am Start ist oder nicht, unabhängig von dem, ob ein Partner genauso committed ist wie du oder nicht. Und irgendwann wirst du merken, dass du die richtigen Leute einschätzt. Irgendwann wirst du merken, dass die richtigen Leute kommen werden. Weil am Anfang schreibst du Leute ein auf dem Level, wo du selbst bist. Wenn du eine 4 bist, schreibst du eine 3 ein, du schreibst eine 2 ein. Wenn du eine 6, 7, 8 bist über den Prozess hinweg, über Erfahrungen, okay, dann startest du krasse Leute, dann startest Leute, die dich ernst nehmen. Wenn du nicht gerade Börsen startest, das sind alles Leute, die es ernst machen. Das sind alles Leute, die mindestens 1, 2 Jahre aktiv sind, die wirklich am Start sind. Und das kommt über Zeit weg. Aber Leute, ich hatte am Anfang Zeiten, wo ich eine Person starte und am selben Abend 7 Tage Geld zurück hatte. Okay? Und das ist normal, okay, sowas wird vorkommen. Sie macht dich darauf gefasst, dass es normal ist, dass es passiert. Aber du drückst weiter, du brauchst weiter auf. Deswegen, um P6 zu gehen, was musst du machen? Starte 12 Purchases. That's it. Warte nicht auf irgendwie und auf irgendwas, auf irgendeinen Partner, der irgendwas macht. Starte 12 Purchases. Okay, du musst selber in Action kommen. Wenn du anfängst, in diese Action zu kommen, wirst du merken, dass es egal sein wird, was irgendwer anders macht, weil du Fokus drauf hast, was du machst. Weil du Fokus drauf hast, was du gibst. Und wenn du die ganze Zeit in diesem Grind bist, dann wirst du merken, dass irgendwann die Leute kommen werden, die dich ernst nehmen. Irgendwann wird er kommen und sagen, hey krass, er läuft, ich muss mitlaufen. Er macht, ich muss mitlaufen. Aber wenn du die ganze Zeit auf diese untere Ebene herabgehst, die ganze Zeit versuchst, irgendwie zu motivieren, dann wirst du merken, dass diese Partner dich nicht als Alpha sehen werden, dich nicht als Autoritätsperson sehen werden. Okay? Deswegen, Leute, lass uns auf dieses Level kommen, wo wir das Ganze wirklich erreichen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist, dass wir an gewissen 3 Dingen arbeiten müssen. Okay? Ich will 3 Punkte mitgeben, an denen du arbeiten kannst, arbeiten solltest, um hier wirklich erfolgreich zu werden und vor allem einfach besser zu werden. Okay? Besser zu werden in deine Qualitäten, besser zu werden in deine Skills. Der allererste Punkt ist develop the Skillsets. Okay, wir haben heute, wie gesagt, viel über Skills geredet, aber 3 Skillsets sind extrem wichtig. Prospecting, Presenting und Promoting. Ja, diese Skills wurden wahrscheinlich mal angesprochen, oder Leute? Ja, wie wir Prospecten, wurde über Presenting angesprochen? Nein. Okay, und wie wir Promoten? Ich will ganz kurz auf diese Skills eingehen, weil diese 3 Skills am Anfang werde ich relativ schnell in einen hohen Rank bringen, ohne dass du überhaupt irgendwas drauf haben musst, wenn du diese 3 Skills meinst. Also was haben wir Prospecting? Also Prospecting ist nicht ein Skillset, Leute, das Skillset hinter Prospecting ist nicht, dass du einfach First Come hast und dass du deine Story erzählst. Das Skillset hinter Prospecting ist, dass du einen Flow kommst. Okay? Dass du in einen Flow kommst, wenn es darum geht, Leute zu starten und Leuten die Möglichkeit zu geben. Weil Leute, wir können die besten Skills haben der Welt. Wir können die besten Leute sein im Einladen. Wir können die besten Leute sein im First Call. Aber wenn du keinen Flow hast und nur das 2-3 Mal die Woche machst, wirst du keinen Rank machen. Du wirst keinen Level-Up machen. Right? Deswegen, Leute, lass uns lernen, was es heißt, Konstanz und vor allem in den Flow zu kommen. Als ich damals gestartet bin, ich erzähle gerne von meinen Stories, ich bin gestartet, Leute, und ich war durchgehend in Kommunikation. Ich war durchgehend Memos zu machen, ich war durchgehend Videonachrichten machen. Ich war durchgehend in Kommunikation mit meinen Leuten. Und weil ich durchgehend in Kommunikation war, haben sich daraus Leute rausgefiltert, die irgendwann gestartet sind. Es ist simpel. Okay, irgendwann filtern sich die Leute raus, die starten, wenn du Quantität reingibst. Deswegen, Leute, wenn du in Prospecting gehst, dann bring Quantität rein. Okay, bring die Masse rein. Guck, dass du extrem viel machst. Die Qualität am Anfang ist nicht so relevant. Das ist die
die Quantität, die du reinbringst, okay, die Konstanz, die du reinbringst, deswegen guck, dass du in den Flow kommst. Und wie kommst du in den Flow rein? In den Flow kommst du durch was? Durch Planung, okay, durch Organisation, durch To-Do's. Warte, jeden Abend, schreib deine To-Do-Liste, mach alles ready, guck, dass du morgens aufstehst und dann weißt, was zu tun ist, wenn es darum geht, neue Leute anzuschreiben, neue Leute die Möglichkeit zu geben, alright? Warte, der zweite Punkt, was haben wir jetzt mit Prospecting? Wir haben Presenting. Also Presenting ist ein Skillset, den ich definitiv hier bezeichne. Okay, den ich definitiv relativ schnell in ein neues Level bringen will. Wir hatten letztens ein Event von einer anderen Person am Start, bei 1,5 Jahren am Start, ist P6. Und dann meinte sie, ey Bro, du machst heute den Cashflow-Quadrant, du musst es openen. Und ich dachte, boah, ich hab das noch nie gemacht. Und dann fragt mich seit einem Jahr, warum ich nicht gemacht. Crazy, oder? Weil die Skillsets, die wir nicht lernen, die halten uns ja. Okay, und er selber auf dem Level gewesen, hat es gemacht dann. Und ich habe gemerkt, ey, es war nicht unbedingt gut für 1,5 Jahre. Okay, das ist, wenn du hier am Start bist, guck, dass du dein Level of Skills, okay, dein Level bist du auf Presenting sehr weit nach oben gekommen. Ich weiß, viele haben irgendwo ein Problem damit, vor allem, und scheuen sich vor allem davor, von Menschen zu sprechen, crazy zu machen. Ja, hat es irgendwie vor euch? Ja, oder? Ich denke, viele haben es. Okay, das ist normal. Es ist, Leute, fangen aber an, diese Komfortzone auszureizen. Leute, mich hat es so abgefuckt damals, dass ich nervös war zu sprechen. Mich hat es damals abgefuckt, dass ich die ganze Zeit irgendwie vorbereiten musste, tief durchatmen musste. Deswegen habe ich mir eine Sache gesagt. Ich habe gesagt, ich mache das Ganze so oft es geht. Ich würde das Ganze 10, 15, 20, 30, 100 Mal machen, bis dieses Gefühl weg ist. Und an so einem Punkt musst du kommen, wo du wirklich so krass in den Modus bist und du sagst, hey, mich fuckt dieses Gefühl so hart ab. Mich nervt dieses Gefühl so sehr, dass ich jetzt so oft mache, bis es weg ist. Okay, deswegen, wenn du gerade das Gefühl hast, du kannst doch nicht präsentieren, dann mach es öfter. Okay, such Möglichkeiten, wo du es machen kannst. Weil ich habe damals präsentiert, wie gelernt, und ich habe mir die Präsi genommen, habe mir alles aufgeschrieben auf dem DIN A4-Blatt und habe es zu Hause geübt. Fünfmal am Morgen. Und das über Wochen. Immer wieder. Bis ich kein Blatt mehr brauchte. Bis ich auf einmal das Ganze vor 2 Personen machen konnte, dann vor 10, dann vor 20, vor 100, vor 400. Und dann ging es immer weiter. Okay, es wird immer besser. Deswegen bring Practice rein. Also wir sagen jedes Mal, when you practice in private, you get praise from public. Okay? Das ist, wenn du anfängst, im Privaten das Ganze zu praktizieren, im Presenting, wirst du merken, dass das Ganze dir immer einfacher fallen wird. Und der beste Weg, um daraus zu kommen, aus dieser Komfortzone, ist einfach zu machen. Okay, einfach zu tun. Die Theorie wird dich nicht erinnern, okay? Die Theorie selbst, weil dann geht dich vor. Aber die Praxis, okay, mach dich besser. Die Praxis bringt dich an einen Ort, wo es sehr kompetent sein wird, okay, wo es extrem easy sein wird irgendwann, alright? Und das ist so wichtig zu verstehen. Jeder Leader, der das hier gemacht hat und das öfter, weiß das. Okay, wir wissen es selber, der Anfang war, aber es ist einfach, alright? Leute, was ist dann noch der nächste Punkt? Wir haben was beim Prospecting, Presenting, Promoting. Leute, Promoting ist der bestbezahlteste Skillset in diesem Business. Allein durch Promotion ist du Chairman. Allein dadurch, dass du gut bist im Promoten, kannst du Chairman gehen. Und das ist ein Fact. Und ich finde das krass. Leute, ich bin damals, das ist krass, ich war damals im Business am Start und ich bin P1 gegangen nach ungefähr einem Jahr, ja, oder ich war P1, nach einem Jahr bin ich dann, ein Jahr und 11 Tage, glaube ich, war das, bin ich P2 gegangen. Und ich bin P2 aus dem einen Grund gegangen, weil ich damals in Dallas dabei war, 2019. Ja, wer war am Start? Max, du bist der Einzige am Start, oder? Max, der Einzige aus dem Raum, der Dallas geflogen bin, ist einfach, weil wir einen Promo-Call hatten, wo Maurice gesagt hat, wie wichtig Events sind, wie wichtig Conventions sind. Und er hat es so gut promoted, dass ich dachte, dass das ein Muss für mich ist. Ich muss 100% hin. Wenn ich es nicht tue, werde ich nie als Champion. So habe ich gedacht. Weißt du, bin ich da hingeflogen, dort habe ich Antworten gefunden. Dort habe ich automatisch Lösungen gefunden für meine Probleme. Und automatisch hatte ich eine gewisse Inspiration, die erst war, 2-3 Monate später, so wie wir tun. Das Ganze ging relativ schnell, Leute. Als wir damals in Dallas gekommen sind, wir haben in 3 bis 4 Tagen, also einen Monat später, haben in 3 bis 4 Tagen über 70 Leute gestartet. In 3 bis 4 Tagen bin ich auf einem P1-Level, 70 Leute in 3 bis 4 Tagen. Okay, das ist crazy. Das sind New Levels. Und das Ganze kann auch bei dir passieren, wenn du anfängst, danach zu suchen, wenn du anfängst, für dein Team besser zu promoten. Aber erstmal für dich selbst. Du musst erstmal die Macht von Events und Conventions zu verstehen, bevor du das Ganze weitergeben kannst. Deswegen, lass uns die Macht von Promo verstehen und wirklich dann noch besser werden, besser zu promoten, das Ganze wirklich in die Hand zu nehmen. Also ich habe es mir damals als To-Do aufgeschrieben. Okay, als ich damals bei 50 war, ich habe mir aufgeschrieben, jeden Tag, ey, ein To-Do heute promoten. Und ich habe mir aufgeschrieben, was ich promote. Weil damals ein Team-Call war, weil da ein Struktur-Call war, weil ein Leader-Call war. Ich habe mir aufgeschrieben, das und das so und so promote. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie ich es promote. Nicht einfach die Campaign, Leute, seid am Start und so weiter und so fort. Leute, mit Promo. Erzähl, warum du am Start bist. Erzähl, warum das Ganze dein Leben verändert hat und warum es dein Leben verändert wird. Okay? Und warum du da bist. Erzähl, wie krass das Ganze sein wird für die Zukunft dieser Person. Und promote damit. Ruf die Leute selbst an. Leute, diese Promo-Level, ich weiß, es kann viele nerven. Aber die richtigen Leute werden es inspirieren. Okay? Es kann viele nerven. Aber die richtigen Leute werden es inspirieren. Die richtigen Leute werden sich darauf
inspirieren. Okay, das sind eure Learning Skills. Ihr habt euch viel gelernt, aber vor allem diese drei Dinge: PPP, okay, Prospecting, Presenting, Promoting. Sehr wichtig. Zweiter Punkt, guys, von den drei Dingen, ist Master Your Self-Image, okay? Meistere dein Selbstbild. Okay, weil wir sagen jedes Mal, dein Team ist die Reflexion und vor allem auch euer Spiegelbild von dir. Dein Team spiegelt dich, dein Team spiegelt deine Actions, dein Team spiegelt das, wie du dich selbst siehst. Also wenn du gerade Probleme hast in deinem Team mit Umsetzung, gewisse Leute setzen Dinge nicht um, arbeite an dir, dein Selbstbild muss besser werden. Wie siehst du dich selbst? Wie denkst du von dir selbst? Und da müssen wir viel anfangen mit Affirmationen, wir müssen viel anfangen mit positiven Input. Weil Leute, ich wusste damals auch, wie ich war von einer Person her, konnte ich niemals Menschen leiten. Weil ich wüsste gerade, wenn du merkst, es fällt dir schwer, Menschen zu leiten. Wem fällt es vielleicht schwer, irgendwelche Menschen zu leiten, wenn wir ehrlich sind? Wem hat es am Anfang auch schwer gefallen? 100% jedem. Okay, es ist normal. Okay, deswegen meistens von deinem Selbstbild, desto mehr du dein Selbstbild meisterst, wie du dich selbst siehst, was für Welle dir gibst, okay, desto einfacher wird es für dich sein, Menschen zu leiten, desto einfacher wird es für dich sein, Menschen auf eine neue Ebene zu bringen, deswegen dein Selbstbild. Leute, der dritte Punkt, okay, der dritte Punkt ist become a person of increase, alright, become a person of increase. Ja, werde eine Person des Wachstums. Du musst Wachstum in deinem Leben akzeptieren, okay, du musst Wachstum in deinem Leben akzeptieren. Du musst eine Person werden, dass wenn Menschen um dich herum sind, dass sie wachsen, okay, dass sie sich verändern. So eine Person musst du werden. Und wie schaffst du das Ganze, indem du Value hast? Du musst anfangen, Value zu haben, so wie es keiner hat. Deswegen frag dich selber, bist du gerade auf einem Value-Level? Bist du gerade auf einem Value-Level, wo Menschen wirklich zuhören könnten? Wo Menschen wirklich was von dir lernen könnten? Bist du gerade an einem Punkt, wo du Lösungen hast für Probleme? Und wenn nicht dein eigener, den das wisst, dann Leute, ich bin ehrlich, eines der größten Punkte, den ich mitgeben kann für Value, um eine Person zu werden vom Wachstum, Leute, ist Personal Development. Und wir haben diesen Punkt so oft angesprochen, dass es so normal geworden ist, aber wer hier macht es wirklich konstant? Wer ist wirklich die ganze Zeit 30, 60, 90 Minuten am Tag am Mentorship? Alright, geil. Wenn du es nicht bist, dann werd besser drin. Leute, diese Punkte, die bauen unser Value-Level auf. Diese Punkte bauen das auf, was für Lösungen wir bieten können. Und automatisch, Leute, was sagen wir jedes Mal? Geld ist die Reflexion von zwei Punkten. Erstens, wie viel Mehrwert du in der Markt bringst und wie viele Menschen du verändert hast. Das ist, wenn du Menschenleben veränderst durch deine Mehrwert, wer automatisch verbessert sich? Dein Geld. Okay, automatisch kommst du auf ein neues Level von Income. Und Geld ist die Reflexion davon. Deswegen musst du keinen Fokus auf irgendein Ranking und vor allem irgendwie auf irgendein Einkommen, was du auch willst. Leg Fokus darauf, Value zu geben. Leg Fokus darauf, Impact zu geben. Leg Fokus darauf, dich aufzubauen. Du wirst merken, dass es ganz automatisch da sind. Alright, das sind diese drei Dinge. Develop the skill set. Ja, Prospecting, Presenting, Promoting, Master your Self-Image and become a person of increase. Macht das Sinn, guys? Yes! Alright, das ist besser. Jetzt will ich kurz eine kleine Sache zeigen, die crazy ist. Was ich von Alex Morton, von Bob Proctor gelernt habe, ich will das Ganze ansprechen, weil wie man die Long-Term-Erfolg hat, oder? Yes! Ich will mich vorbereiten darauf, um langfristig erfolgreich zu werden, nicht nur im Business, sondern im Leben. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die sehr, sehr viele davon hindern. Die sehr, sehr viele davon hindern, den Menschen richtig arbeiten zu können. Und die sehr, sehr viele davon hindern, überhaupt Menschen zuhören zu können, Verständnis zu zeigen, Empathie zu zeigen. Leute, wir bauen hier ein Business auf, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, oder? Yes! Und unser Business baut sich hier auf. Ich sage immer, dein Business Building ist die Reflexion von deiner Relationship Building. Okay? Das heißt, wenn du anfängst, Relationships aufzubauen, wird es einfacher auf einem Business aufzubauen. Und es wird einfacher auf einer Leadership. Alright? Jetzt will ich eine kleine Sache zeigen. Vielleicht kennst du eine oder andere, aber ich will es ansprechen, weil es extrem wichtig ist, Leute. Also wir haben hier ja, dieses Modul, was Bob Proctor aufgestellt hat. Vielleicht kennt das irgendwer. Das ist das Schönste. Aber es klappt, alright? Leute, eine Sache ist extrem wichtig zu verstehen. Ich will euch das kurz zeigen. Hier oben haben wir Unterbewusstsein. Hier haben wir Bewusstsein. Okay, Unterbewusstsein, Bewusstsein. Und das ist unser Body. Okay, unser Körper. Okay? Und Leute, dieser Punkt, Leute, wir hören genau zu, weil das ist extrem relevant. Wenn es darum geht, Menschen zu arbeiten, wenn es darum geht, erfüllt zu sein, wenn es darum geht, dich selbst irgendwie auf ein neues Level als Mensch zu bekommen. Leute, eine Sache ist wichtig: unser Unterbewusstsein ist wach, das ist 30.000 stärker als unser Bewusstsein, oder? Yes. Haben wir gelernt, wissen wir 100%. Und das, was wir lernen, als wir jung waren, das, was wir lernen, als unser Unterbewusst aktiv war, prägt uns zu dem, was wir gerade umsetzen und was für Resultate wir haben. Leute, als wir jünger waren, als wir 4, 5 Jahre alt waren, 6, 7 Jahre alt waren, da sind wir, vielleicht sind wir jünger eigentlich bis 6, 7 ungefähr. Leute, da arbeitet nicht unser Bewusstsein, es arbeitet nur das Unterbewusstsein. Es arbeitet nur dieser Bereich des Lebens, dieser Bereich von dem, was du denkst und von dem, was du tust. Dein Unterbewusstsein. Das heißt, du hast als Kind Input bekommen, auch von deinen Eltern, auch von Verwandten, auch von Freunden. Du hast Dinge gelernt, gehört. Und das hat dich beeinflusst. Das hat dir ein Fundament aufgebaut von Dingen, die du glaubst und von den Dingen, die du selber von dir glaubst. Alright? Und dieses Unterbewusstsein ist da. Was passiert danach, Leute, wenn wir älter werden? Unser Bewusstsein schaltet sich ein. Unser Unterbewusstsein hat Informationen bekommen. Nach einer gewissen Zeit, wenn wir anfangen können, klar zu denken, wenn wir anfangen können, selbstständig zu denken, schaltet sich das Bewusstsein ein.
Okay? Und das Bewusstsein, okay, wird gesteuert vom Unterbewusstsein. Diese Handlungen, das, was du wirklich bewusst denkst, basiert auf dem Unterbewusstsein, was dir vorher gegeben wurde. Basiert auf dem Fundament, was dir vorher eingepflanzt wurde. Und das Ganze geht dann in dein Body, okay, dein Körper, das gibt Umsetzung. Okay, und das Ganze führt dann zu was? Es führt zu Resultaten. Alright, das, was du machst, außerhalb von dem, werden führt zu Resultaten. Das führt dazu, dass du P50 ist, das führt dazu, dass P1 ist, das führt dazu, dass du Channel bist, das führt dazu, dass du 6-7-4 bist. Okay? Das, was du hier eingepflanzt bekommst, was hier dann dementsprechend in Realität umgesetzt wird, auf dem Fundament, wo du denkst, was dann in deinem Body geht und in deiner Umsetzung führt zu deinem Resultat. Und das ist crazy, weil ich kenne, ich finde es so krass. Ich habe das Thema komplett aus dem genommen. Ich habe mich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt und habe Menschen angefangen zu beobachten, warum sie so handeln, wie sie handeln, warum sie so denken, wie sie denken, warum sie so sind, wie sie sind. Und wisst ihr, was crazy ist? Eine Sache feststellen können: 99% der Personen, die ich beobachten konnte, sind so wie sie sind, sind negativ, lieben sich selbst, sind in Depression, haben Suizid genannt. Wisst ihr, aus welchem Grund? Weil sie als Kind damals keine Liebe bekommen haben. 99% der Gründe deswegen. Warum sie sich zeigen müssen, warum sie Anerkennung brauchen, warum sie Entscheidungen treffen und Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, aber es trotzdem machen, weil sie am Anfang keine Liebe bekommen haben, weil sie vielleicht keine Mutter hatten, keinen Vater hatten, keine Liebe bekommen haben als Kind. Und das ist der Grund dafür, warum diese Menschen nicht warum diese Menschen keinen Erfolg haben, warum diese Menschen, wie man sagen will, irgendwie viel verflucht sind. Okay, und nichts hinbekommen. Die passen alles und alles, was sie machen, funktioniert nicht. Alles, was sie tun, klappt nicht. Weil dieser Glaube in dieser Person so krass verpflanzt ist, dass keine Möglichkeit mehr da ist. Deswegen ist deine Aufgabe jetzt am Anfang, und das ist immer noch für dich, dass du genau das hier veränderst. Okay? Dass du genau diesen Punkt veränderst, dass du an diesem Punkt arbeitest. Okay? Dass wir das umprogrammieren. Leute, wir haben die Möglichkeit, das ist wissenschaftlich bewiesen, wir haben die Möglichkeit, unsere DNA zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, unsere Denkweise zu change. Wir haben die Möglichkeit, unsere Persönlichkeit von dem, wie wir waren, von einer neuen Person zu geben. Alright? Und der allererste Punkt, Leute, wo es anfängt, das zu changen, der allererste Punkt, bevor wir anfangen, Input zu bekommen, der allererste Punkt ist Vergebung. Alright? Der allererste Punkt ist Vergebung. Erstmal vergibst du dir selbst. Okay? Warum du gewisse Dinge gemacht hast, warum du gewisse Entscheidungen getroffen hast. Und dann vergibst du den Menschen, die dir etwas angenommen haben, warum du so denkst. Und ich weiß, jedem ist es passiert. Jedem. Das wird wir alle mindestens schon mal in der Seite. Okay, 100%. Okay, weil dementsprechend Geld die Reflexion ist von unserer Persönlichkeit. Und wenn wir von der Persönlichkeit nicht dort sind, müssen wir hier etwas ändern. Aber ich weiß, es wird, lass uns das verstehen, dass das erstmal wichtig ist. Und zwar, dass wir vergeben. Okay, vergeben. Alright, sehr wichtiger Punkt. Jetzt lass uns damit anfangen. Und dann gibt es den richtigen Input. Leute, als ich damals gestartet bin, ich musste vergeben, aber genauso musste ich anfangen, neue Informationen zu bekommen. Leute, als ich gestartet bin, ich weiß nicht, was voll gekommen mit Magic Calls. Ich habe voll gepumpt mit Hörbüchern. Leute, ich war durchgehend mit AirPods im Ort. Durchgehend. Okay? Ich habe durchgehend Informationen gegeben, weil ich einfach negativ gedacht habe. Ich wollte dieses Paradigm ändern, diese Programmierung ändern von Negativität, auf alles Böse zu sein, alles negativ zu sein. Ich wollte das ändern, um dementsprechend auf dieses Level zu kommen, wo mein Bewusstsein anfängt, alles zu handeln. Kennt ihr diese Menschen, alles, was sie anfassen, wird zu Gold? Alles, was sie anfassen, funktioniert? Sie kaufen keine Dinge, es funktioniert auf einmal. Ein paar wissen das Bescheid. Ja? Sie fassen es an, alles funktioniert. Alright? Und das kommt nicht einfach, weil sie Glück haben. Das kommt, weil sie von Grund auf erfolgreich sind, von Grund auf verstanden haben, was Erfolg ist. Und das wird hiermit angeheizt. Leute, lass uns diesen Punkt verstehen, dass wir damit anfangen. Das führt zu einem Unterbewusstsein. Wenn du anfängst, dann positiv zu denken, anders zu denken. Weil sie passt, im Bewusstsein basiert auf dem neuen Denken, der Bewusstsein basiert auf der neuen Persönlichkeit, die du bist. Und das Bewusstsein kommt in dein Body, deine Umsetzung, Resultate. That's it. Das ist das, was ein voller Mensch schafft für Erfolg. Für wen macht das Sinn, Leute? Yes. Leute, lasst uns diese Information wirklich verstehen und daran in der nächsten Zeit arbeiten, um auf ein neues Level zu kommen. Alright? Leute, dann noch ein Punkt, den ich ansprechen will, und zwar, dass du deine Erwartungen meisterst. Okay? Meistere deine Erwartungen. Viel zu viele von euch erwarten zu viel. Sie erwarten zu viel vom Team, erwarten zu viel von irgendeiner Abwehr, erwarten zu viel. Leute, dieses Business hier braucht Jahre. Okay? Dieses Business braucht Jahre, um successful zu sein. Also in diesem Business hier bist du ein Anfänger nach 1 bis 3 Jahren. Nach 1 bis 3 Jahren bist du noch ein Amateur, du bist am Anfang. Okay, du bist am Anfang von dem, wo sich was verändert in deinem Leben. Warum? Also, was haben wir da vorhin? 18, 20, egal wie alt du gerade bist. Wir haben so lange Bullshit bekommen in unserem Leben. Wir haben so viel Schlechtes gelernt. Wir haben so viel Bullshit gelernt, oder? Wenn wir ehrlich sind. Yes. So viel Unglauben, so viele Grenzen haben wir uns gesetzt. So viele Grenzen. Und diese Grenze muss erstmal gesprengt werden. Es braucht Jahre, um es zu sprechen. Es braucht Jahre, um professional zu werden. Leute, guck dich an den Jason Brown, an einen Matt Rose, an einen Alex Morton. Diese Leute sind 7 bis 11 Jahre in dieser Industrie. 7 bis 11 Jahre. Und guess what? Die haben genauso angefangen wie wir heute.
wie du heute. Okay? Also, die haben genauso angefangen. Also, ich verstehe diesen Prozess, denn ich verstehe, dass ich Jahre brauche, zu meistern und deine Erwartung in diesem Business. Als ich gestartet bin, habe ich meiner Abteilung gesagt: Go, ich bleibe in diesem Business 3 Jahre am Start, ohne einen Cent zu sehen. Ohne einen Cent zu sehen. Und dann entscheide ich, ob das Ganze was für mich ist. Dann entscheide ich, ob das Ganze was für mich ist. Deswegen, Leute, was können wir meistern? Unsere Erwartung und vor allem unsere Inspiration. Momentum ist nicht beeinflussbar. Wenn es gab Phasen, wo ich dasselbe getan habe, wie ich vor 3 Monaten gemacht habe. Aber auf einmal Erfolg gehabt, auf einmal war Momentum da. Und auf einmal, aber davor war es nicht so. Kennt ihr das? Macht und nichts passiert. Ich habe es ja gestern auf Empire Team Folge gezeigt. Wer war am Start? Ich glaube, jeder. Leute, was habe ich gezeigt? Wir haben was für eine Phase. Wir haben Momentum-Phasen. Wir haben Pullbacks, wir haben Konsolidierung, wir haben Phasen, wo nichts passiert. Und das sind 3 Phasen. Diese 3 Phasen ergeben einen Zyklus. Was passiert? Wir gehen durch von Zyklus zu Zyklus zu Zyklus. Was passiert automatisch? Wir gehen schaffen. Und nach 6 bis 8 Mal gehst du schaffen. Nach 6 bis 8 dieser Zyklen bist du Champion 10. Deswegen frag dich selber, welchen Zyklus du gerade bist. Aber ich will kurz eine kleine Sache zeigen, die dazu crazy ist, die ich damals verstanden habe, und jeder noch mal zeigen will, falls Leute es nicht mitbekommen haben. Weil das automatisch unsere Erwartung meistert und dementsprechend auch was für Momente wir bekommen. Leute, das ist ganz simpel. Dieses Business hier läuft so. Okay? Wir haben Phasen, wo wir machen und jetzt nicht mehr passiert ist. Wir haben Phasen, wo wir auch was machen, was passiert uns. Okay? Phasen, wo es passiert, Phasen, wo nichts passiert. Beeinflussbar ist es nicht beeinflussbar, ist nur eine Sache, und zwar die Inspiration, die wir geben. Das heißt, Leute, wenn Momentum kommt, merkt ihr das, wenn Momentum kommt, Leute, kommt Momentum gegen in derselben Zeit. Aber habt ihr das mal gemerkt, wenn bei uns Momentum war? Es war überall Momentum. Aber nicht bei jedem. Jeder hatte die Möglichkeit, dieses Momentum zu haben. Aber nicht jeder hat es bekommen, wegen einer einzigen Sache. Und zwar, Leute, gibt es eine Phase, wo nichts passiert. Es gibt eine Phase, wo wir machen, machen, machen. Und es kommen keine Resultate. In dieser Phase kannst du nicht Momentum und Wachstum beeinflussen, alright? Aber was wir beeinflussen können, Leute, ist was? Unsere Inspiration. Okay, unsere Inspiration können wir beeinflussen. Und wenn Momentum dann losgeht, wenn dann der Punkt kommt, wo Momentum losgeht, passt sich das Momentum der Inspiration auf. Okay, der Inspiration, die du davor aufgebaut hast. Okay. Das ist, wenn du deine Inspiration aufbaust, trotzdem am Start bist, immer auf dem Kreuz bist, immer bei den Events bist. Okay? Und deine Inspiration wird noch einmal kein Momentum. Was passiert? Bam, Momentum kommt zu dir. Aber was machen die meisten? Was machen die meisten? Sie machen, aber es passiert nichts. Ihre Inspiration ist mal so, mal ist es da, mal nicht, mal da, mal nicht. Und dann kommt Momentum für jeden. Was passiert? Das hier. Okay? Das passiert. Okay? Das ist nichts. Das ist kein Momentum. Und dann fragen sie sich, warum er? Warum sie? Warum das? Warum ich nicht? Warum ist er als Gott und nicht ich? Weil diese Inspiration nicht da war. Weil diese Phase ist entscheidend. Und das ist das, was ich damals, wenn man mich fragt, was hast du gemeistert in diesem Business, dann ist es genau das, das war meine Erwartung und den Punkt, dass ich da gemacht habe, wo es keiner gemacht hat. Dass ich da am Start war, wo keiner am Start war. Und das musst du meistern, weil ich kenne Leute, ja, es gibt Phasen, wo etwas läuft, sie sind am Start, sie sind inspiriert und auf einmal kommt eine Phase, wo sie machen, aber nichts passiert, sie droppen vom Rank. Auf einmal sieht man sie nirgendwo mehr, keine Cam auf dem Call, auf keinem Leader-Call mehr, verpassen das, weil sie irgendwas anderes machen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das ist der Grund dafür, warum es für dich nicht funktioniert. Denn dieses Business ist simpel, wenn wir das verstehen. Okay, dieses Business ist simpel, wenn wir anfangen, diese Information wirklich zu verstehen. Das habe ich euch vorgezeigt, damit rote Bewusstsein. Genauso aber auch mit der Inspiration, mit der Idee, die wir aufbauen. Für wen macht das Sinn, Geist? Yes, sir! Lass uns das verstehen und daran arbeiten. Genauso wie unsere Teaching. Wir sagen jetzt mal, each one. Das heißt, wenn du gerade nicht über dem Event bist, die Dinge, die du aufschreibst, machst du nicht nur für dich selbst. Du machst das Ganze für die Personen, die in deinem Team sind. Du machst das Ganze, um es zu teachen. Es wird danach zu diesem Event. Macht Calls mit dem Team. Teach. Okay, gib das Ganze weiter. Du bist gerade auf einem Event und du kriegst Value, was die meisten Leute in deinem Team gerade nicht bekommen, oder? Ja. 100%. Was die meisten Leute gerade in der Organisation nicht bekommen. Ihr seid in einem High-Level auf Leadership, ihr bekommt gerade diesen Value. Das heißt, ihr habt gerade Informationen bekommen, ihr habt heute Informationen bekommen auf diesem Event. Ihr habt Lösungen bekommen für Probleme. Und deine Aufgabe ist dazu. Aber Leute, eine Sache ist wichtig zu verstehen und das ist Leadership. Zu verstehen, was Leadership wirklich bedeutet. Leute, Leadership erfordert extrem viel was? Es fordert extrem viel Hingabe, oder? Es fordert extrem viel Geduld. Weil wie oft habe ich einen Calls gehabt, es 2, 3, 4 Uhr nachts und ich mir dachte, ja, ich kann gleich ein. Okay? Ich war so müde, aber trotzdem dachte ich diese Menschen, weil ich eine Sache für mich festgesetzt habe. Eine Sache ist extrem wichtig, Leute. Und das müsst ihr euch als Gewohnheit nehmen, um Leadership wirklich zu verstehen. Egal, ob in einem Raum 10 Leute sind, 100 Leute sind, 200 Leute sind, ob 1000 Leute da sind, ob nur eine Person da ist. Jedes Event, jeden Call, egal mit wem, egal wie viele Leute, machst du mit derselben Energie. Okay? Warum?
Weil du nie weißt, ob da genau diese eine Person sitzt, die dir 500 neue Menschen in deinem Business bringt. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Alright. Es gibt einen Leader, der Leute, und das ist Jonas. Weil ich bin Jonas Rauch von P2K, ich kenne einige. Und ich finde es krass, weil damals hatten wir ein Event und ich habe darüber nachgedacht, das ist crazy. Also wir hatten damals ein Event gehabt in Köln, wir hatten jede Woche Events in Köln gehabt, ja. Und ich hab eine Story gepostet von dem Flyer damals, aber ich sah nicht gerne, dass die gestern was auf dem Team-Folge gesehen haben, okay, die war nicht geil. Und Jonas hat darauf reagiert und meinte, ey, wollte ich am Start sein. Und was crazy ist, dass dieser Chat runtergerutscht ist. Ich habe ihm erstmal nicht geantwortet, habe diesen Chat nicht gesehen. Ein paar Stunden vor dem Event bin ich durch Instagram gegangen, habe diesen Chat noch gesehen. Bin drauf gegangen und habe gesagt, boah, ich fahre gleich mit dem Zug, willst du mitkommen? Okay. Und er ist mitgekommen, war bei diesem Event. Ist gestartet wegen diesem Event. Hat über 150 Partner aufgebaut. Genau in der Organisation. Jetzt stellt euch vor, ich hätte eine Stunde später geantwortet. Es waren 150 Menschen weniger im Impact. Crazy. Eine kleine Entscheidung, diese kleine Entscheidung wirklich all in zu gehen, für jeden da zu sein, vollste Hingabe zu geben für das gesamte Business, für jeden einzelnen Menschen, das bringt dich in den Charme. Das verstehen die meisten nicht, weil sie nicht treu sind in kleinen Dingen. Weil sie nur darauf schauen, was habe ich für eine Anerkennung, wenn ich dort stehe? Was kann ich denn tun, wenn ich dort an dem Punkt bin? Aber sie lernen nicht, diese kleinen Dinge treu umzusetzen. Was sind, wenn sie niemals für einen großen Resultat haben? Sie werden niemals dahin kommen, wo Gott sagt, ey, du bist bereit, Großes anzunehmen. Ich sage jedes Mal, humble, das ist wichtig. Und ich sage jedes Mal, es ist easy, humble zu bleiben, wenn du weißt, dass du für mehr bestimmt bist. 100%. It's easy to be humble, okay, wenn du weißt, dass du für mehr bestimmt bist. Das sind die Leute, die stehen bleiben und sagen, hey, ich mache weniger, ich warte. Das sind die Leute, die sagen, Gott, du hast mir genug gegeben, du hast mir meine Verantwortung gegeben und ich bleibe darauf stehen. That's it. Das ist das, was du, das ist meine Berufung auf diese Erde. Ja, sie limitieren sich selbst. Deswegen entferne diese Limitierung und gib jedem diese Welt. Leute, lass uns Leadership studieren, lass uns das Thema wirklich kommen auseinandernehmen über die nächsten Wochen und Tage, dass du sehr gut darin bist, was es heißt, zu dienen und zu geben. Also dieses Business braucht das Ganze. Leute, wir sehen die Leute im Fundament, wir sehen die Leute ganz, ganz oben, was für ein Fundament sie haben. Ein Jason, ein Matt, wir sind ein Alex. Wir sehen ganz andere Leader. Wir sehen, wie sie aufbauen, wir sehen, was sie machen. Das Einzige, was du machen musst, ist das zu nehmen und für dich zu tun. Das für dich zu nehmen. Ja? Sage, was sie sagten, tu, was sie taten, und bekomme, was sie bekommen. That's it. Easy. Und so funktioniert das Business. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Copy and Paste. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Ja, aber ich habe kopiert und ich habe eingefügt. Wegen Trading. Okay, mit Blaze. Wer hat Blaze ein bisschen Kaffee gemacht? Crazy. Ja, genau, so ist das Business hier. Du musst einfach Copy and Paste das, was Mentoren getan haben. Aber oftmals hast du so ein großes Ego, ein unterbewusstes Ego in dir, dass du denkst, dass du es besser weißt. Und ich dachte so oft, dass ich es besser weiß als meine Abwehr. Ich dachte es. Wisst ihr, was crazy ist? Ich habe eine Story gehört, und kennt ihr das? Als ich jung war, eure Mama, euer Dad euch gesagt hat, macht das nicht, geht nicht diesen Weg, macht das lieber nicht, langfristig gesehen willst du dir schaden und du sagst, nein Mama, ich weiß besser. Ja. Nein, ich mach's nicht. Und kennt ihr das? Ich kann meine Eltern nicht verstehen, so gefühlt. So, hey, die sagen mir das, aber hey, warum? Ich versteh's nicht, ich mach's trotzdem. Und wir machen es trotzdem. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ich versteh's jetzt, oder? Yes. Ich versteh's. Jetzt, eure Uplines, eure Mentoren sind Eltern in diesem Business. Das sind deine Eltern und du musst anfangen darauf zu hören, auch wenn du es nicht verstehst. Also ich habe so viele Dinge nicht verstanden, die ich im Kreuz gehört habe. Ich habe nicht verstanden, warum ich jeden da sein muss. Ich habe nicht verstanden, warum ich humble sein soll. Ich habe nicht verstanden, was es heißt, diesen Weg zu gehen. Aber jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich warum. Jetzt verstehe ich, warum ich diesen Weg gegangen bin. Und ich weiß, was es für ein Resultat gegeben hat. Weil man einfach gesagt hat, ich bin Gott, ich höre zu. Aber deswegen, lass uns diese Information wirklich verstehen. Was es heißt zu dienen, was es heißt, unsere Erwartungen zu meistern, ja, was es heißt, eigentlich uns als Person zu verändern, uns als Person auf eine neue Ebene zu kriegen und die Inspiration oben zu erhöhen. Jeder einzelne von euch hier hat die Möglichkeit, in den nächsten Monaten einen gewissen großen Rank zu erreichen. Auch bei sich diese Ranks, diese Channel 10, 25, Channel 50 und so weiter. Aber es ist nicht, was davor passiert. Wenn ich Gesamt-Network Marketing zusammennehme, in der gesamten Zeit, als ich hier dabei war, Leute, in der gesamten Zeit Network Marketing, war ich nach insgesamt einem Jahr und 7 Monaten erste B2K. Nach einem Jahr und 7 Monaten war ich erst im P2K, wenn es um Network Marketing geht. Wer von euch ist weniger als ein Jahr und 7 Monate am Start? Okay. Die meisten in diesem Raum. Das heißt, ihr könnt gar nicht euch beschweren darüber, warum ihr nicht P2K seid. Ihr könnt euch nicht darüber beschweren, warum es noch nicht funktioniert. Leute, dieser Punkt wird kommen. Du kannst in einem Jahr, wir haben damals ein Jahr gebraucht, um 80 Leute aufzubauen und dann wieder dieselbe Zeit, um 1000 aufzubauen. Ein Jahr um 80 Leute aufzubauen und dann noch dieselbe Zeit um 1000 Leute aufzubauen. Das ist dein erstes Jahr, dein zweites Jahr nicht darüber entscheiden, ob du 5 bis 6 oder 7 Jahre schon sein musst. Leute, das ist krass, Eric Warrior hat es gesagt. Eric Warrior hat es selbst gesagt. Er wurde bei einem Event gefragt, hey, was ist der größte Key in diesem Business hier?
Und er meinte, Bro, siehst du diese, er meinte nicht Bro wahrscheinlich, aber ich sag jetzt ja. Okay, er meinte, Bro, siehst du diese 5000 Leute in diesem Raum? Es war eine Convention. Er meinte, in einem Jahr wird dieselbe Convention sein, du wirst wieder 5000 Leute sehen. Aber nur noch 2000, die beim ersten Event dabei waren. Nur noch 2000. Beim dritten Jahr wirst du von den 5000, die beim ersten Event dabei waren, nur noch 1000 Leute sehen. Beim vierten Jahr vielleicht noch 200. Beim fünften Jahr siehst du vielleicht nur noch 50 Leute. Im sechsten Jahr sind es vielleicht 3 Leute. Und das sind diese 3 Leute, die du heute auf der Bühne gesehen hast. Crazy. Leute, so funktioniert dieses Game. Und darum müssen wir uns festhalten. Na, dadurch, dass du einfach da bist, durch das richtige Wissen, durch das richtige Fundament in deinem Leben, hast du automatisch Konstanz. Okay, ich sage jetzt mal, das Fundament von Konstanz ist was? Es ist Verständnis. Dass du Dinge verstehst. Wenn du das verstehst, die sind von uns schon an. Du wirst merken, dass Konstanz easy sein wird. Weil ich das verstanden habe, was easy für mich zu sein, es wird easy für mich zu machen. Es wird easy für mich zu machen. Das wird für jeden Einzelnen genauso fallen. Das ist, wenn du gerade Probleme damit hast, zu verstehen, Probleme damit hast, irgendwie konstant zu sein, liegt es daran, dass du dir selber noch nicht gemacht hast. Liegt es daran, dass dir noch etwas fehlt. Dass du lückenhaft bist in deinem eigenen Leben und diese Informationen brauchst du. Deswegen such danach. Okay, such nach dieser Information. Such nach dieser Inspiration, um auf ein neues Level zu kommen. Alright? Das sind Leute, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt gespielt von der Zeit? Klar. Oh, echt jetzt? Okay, alright, dann würde ich sagen, gebe ich direkt das Wort an.